So, liebe Leute, weiter geht's mit Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Wir machen heute weiter mit den Cops. Was fahren wir denn heute? Ich fahre einen Interceptor. Die Berechtigung erhalten, das neue EMP-System zu verwenden. Das EMP-System feuert einen gerichteten elektromagnetischen Impuls aus seinem Fahrzeug auf einen anvisierten Verdächtigen. Das Ziel muss erst anvisiert werden, damit das System es korrekt erfassen und verfolgen kann. Nach dem Abfeuern musst du in Reichweite des Fahrzeugs bleiben und Sichtkontakt halten, damit das Verfolgungssystem aktiviert werden kann. Wird ein Verdächtiger durch EMP getroffen, werden all seine Systeme gestört und fallen aus. Feuere aus einiger Entfernung und nähere dich dann zur Festnahme. Alles klar. Tim Cayman S, den haben wir ja schon mal gesehen. Das heißt, wir machen heute weiter direkt mit dem Rennen. Denial of Service heißt das Ding. Das habt ihr Highway-Streife machen wir. Und ja, schauen wir mal, ob wir das hinkriegen heute. Wir haben nichts weiter als diese 5 EMP und da hoffe ich, dass wir das hinkriegen. 2 Minuten brauchen wir, dürfen wir brauchen, um die Gold einzusacken. Ich weiß nicht, ob die Gold tatsächlich die Grundvoraussetzung ist, überhaupt das Ding zu schaffen, oder ob das halt vom Level her irgendwann freigeschaltet wird, die weiteren Rennen. Aber gucken wir mal einfach rein. Ich höre schon Regen. Alle Einheiten verfolgen ein BMW M3. Verdächtiger war schon mehrmals im Besitz spezieller Störsender-Ausrüstung. Einsatzleitung hat EMP für sofortige Verwendung genehmigt. Seid vorsichtig. EMP aktiviert. Ich bin unterfasst. Alle Einheiten, Freigabe für die EMP-Einsatz. Alle Einheiten, Waffensysteme ausgefallen. Verdächtiger benutzt einen Störsender. Alle Einheiten, Freigabe für EMP-Einsatz. Wiederhole, EMP freigegeben. Over. Kontakt! Oder der war nicht so. Klar, das soll mir noch was entgegenkommen. Die, was mit Haut hat, immer noch nicht. Scheiße. Mein Gefresse, verpiss dich doch da auf der Stelle, ey. Du siehst, dass er an den Kopf kommt und was macht man? Man steht sich genau in den Weg. Mein! Hau ab, Mann, lass mich in Ruhe. Warum nicht? Warum steht da noch ein Auto? Ich hab ganz schön erwischt. Bitte um Verstärkung. Ja, lass mich in Ruhe. Ich bin doch alles mit einem Fahrzeug gerade. Ja, ist egal. Ich hab das Hinterzähler.
schlecht gewesen. Ich kam aber auch nicht in die Nähe da, irgendwie mal. Weil da stelle ich mir irgendwas, meint entgegenkommen zu müssen. So. Neues Fahrzeug jedenfalls geschafft. Dodge Charger SRT 8, okay. Ah, Mann, das sage ich gerade, dass ich den nicht auf Gold habe. Die Frage ist, ob wir die vom Level her irgendwann freigestellt bekommen erst. Ach, da oben noch schon. Ja, ja, schalten wir mal erstmal den Interceptor hier. So, okay. Zentrale, verfolgen ein verdächtiges Fahrzeug auf der Cascade Terrace. Verstanden, ziehen uns zurück und übergeben. Die Fahrzeug hat keine Sperre gerade drin. Aber die doch freischalten müssen, beziehungsweise die müssen sich doch laden. Alle Einheiten, Straßensperre in Position vor euch. Wir waren doch noch ein Gefecht davon. Hatte Kontakt, Fahrzeug ist beschädigt. Gewandt. Oh nein, oh Mann! Verdächtiger hat ein Nagelband abgeworfen. Alle Officer werden um Vorsicht gebeten. Der Scheiß, den geht aber genau in meine Richtung. Der Wasser ist ja weg. Fuck. Ah, ja, nerv ich nicht. Die Situation ist äußerst gefährlich.
noch mal gut da. Festnahme negativ. Er fährt unbehelligt weiter. Ja, das war's. Verdächtiger ist unterwegs in Richtung Talweg. Verdächtiger entkommt. Verfolgung fortsetzen. Ja, das war's. Ich krieg den sowieso hin mir. Wenn mich gerade jetzt hier ausgespielt hat. Ja, kannst du auch. Bremsen ist aber auch nicht deine Stärke, Auto, ne? Ah, fuck you, ey. Mann, bin ich schlecht heute. Verdächtiger entkommen. Das ist das erste Mal passiert, dass uns ein Verdächtiger entkommt. Ja, ich möchte nichts über Bre... Lass mich in Ruhe. Ich hab keinen Bock jetzt gerade, ehrlich gesagt. Den müssen wir nochmal neu machen. Dass wir die nicht neu starten können, sondern direkt ins Menü zurückfliegen. Coupé oder Cabrio? Das Tata-Design. Ja, ist egal. Scheiß drauf, komm. Den kriegen wir hoffentlich noch irgendwie. Es kann auch nicht sein, dass ich den nicht gebacken bekomme, den Typen. Ah ja, da muss man das Glück haben, dass ich mit meinem EP nicht durchkam. Jedes Mal kratzt der mir in die Straßensperre oder irgendwas anderes und kommt dann wieder raus aus dem EMP und dann fährt der da mich kaputt. Na komm. Geschafft. Gott sei Dank. Ja, diesmal haben wir ein bisschen Glück gehabt, dass wir diesmal so seinen Nagelbänder ein bisschen ausweichen konnten. Die haben nämlich alle keine Wirkung gezeigt. Und dann haben wir so gegriffen. Aber ich wäre angeschlagen und dann hat er noch die Straßensperre mit reingekriegt. Und dann hat er sich ein bisschen verzettelt und dann war das durch. So, Gott sei Dank.
Wir kriegen den nächsten Mate, und zwar DB5 oder DBS. Ich glaube DB5 ist das. Gut, dann haben wir das. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit den Racer.